Hat Iris Kleins Ehedrama in der Sendung ihrer Tochter zu viel Platz eingenommen? Plötzlich ist sie vom Bildschirm verschwunden. Seit einigen Wochen begleitet RTL 2 Daniela Katzenberger, Lukas Cordalis und Tochter Sophia bei ihrem Alltag. In den neuen Folgen von Daniela Katzenberger, Familienglück auf Mallorca wurde und andere der Umbau ihrer Wohnung, ihr erster Song und ihr Auftritt bei Florian Silbereisen thematisiert. Auch die Trennung von ihrer Mutter Iris Klein und Peter nahm einen großen Platz ein. Daniela half ihrer Mutter sogar dabei, einen neuen Mann kennenzulernen. Doch jetzt fehlt von Iris in der Sendung plötzlich jede Spur. Iris Klein wird aus der Sendung geschmissen. In der neuen Folge ist Iris überhaupt nicht mehr zu sehen. Stattdessen steht wieder die eigentliche Protagonistin im Fokus. 7 Wochen vor ihrem Auftritt bei Florian Silbereisen liegen die Nerven bei der sonst so coolen Blondine blank. Größere Menschenmengen machen mir immer Angst, gibt sie zu. Ich habe immer das Gefühl, ich gehöre da nicht hin, ich habe Angst, dass die Leute mich auslachen. Statt bei Mama Iris holt sich Daniela Hilfe bei einem Mentalguru, der ihr zeigt, wie sie mit einer speziellen Klopftechnik energetische Blockaden lösen kann. Hat Daniela etwa keine Lust mehr auf das Drama um ihre Mutter? Möglich. Erst kürzlich gab die Kultblondine zu, dass sie genug von den ständigen Gefühlsausbrüchen hatte. Oh Gott, jetzt heult sie wieder. Jetzt hör doch mal auf zu heulen. Schau doch mal vorne. Reiß dich mal zusammen, dachte sie in vielen Momenten. Auch wenn Daniela einsieht, es so schlimm ist, dass man das denkt.